Hey yo Leute, Crymax hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA 5 RP hier auf dem Paul Berger Roleplay Server, Leute. Dem Server von Stani und mir, kommt auf jeden Fall drauf, Leute. Einfach bei 5M in der Serverliste Paul Berger RP suchen. Und heute sind wir natürlich mal wieder als Officer Crymax unterwegs, Leute. Mein Arbeitskollege Officer Gerd Hansen wollte mich hier von zu Hause abholen. Ich funk mal durch, wo der bleibt hier. Officer Hansen, wo bleibst du? Ah, oh, da kommt er auch schon. Officer Hansen, Junge. Junge, was faselst du? Berger. Ey, wegen dir kommen wir schon wieder zu spät auf die Arbeit. Ja, dann steig schnell ein. Ja, schnell jetzt aber mal hier. Das Böse schläft nicht, weißt du doch. Also. Sehr gut. Dienstbeginn haben wir jetzt. Oh, was? In einer Minute? Wir müssen richtig schnell fahren jetzt. Oh, beeil dich, beeil dich nicht, dass wir wieder kein Gehalt heute kriegen. Aus dem Weg, LSPD. Chef, wir kommen ein bisschen später zur Arbeit. Ich hab einmal durchgefunkt, ne? Ja, ich habe uns doch mal entschuldigt. So, wir können ja aber hier auf dem Weg, der verzeiht uns das bestimmt, wenn wir einen guten Fall an Land ziehen hier. Wir können ja mal hier gucken, ob uns irgendjemand hier schon mal auffällt. Nee, warte. Ja. PD 51, aktuelle Verkehrskontrolle. So, weißt du, dass wir erstmal nicht zum PD fahren müssen? Ah, okay. Oh, jetzt kommen wir erstmal durch. Ja, jetzt waren wir entspannt, ja. Oh Mann. So, okay. Ja, dann lass uns mal gucken. Hast du eine Idee, was wir heute machen? Sonst würde ich was vorschlagen. Warte mal, wir wollten doch mal mit dem Helikopter was machen letztes Mal. Wir können auch hier Straßenkontrolle, mir ist das egal. Ich habe eine sehr, sehr, sehr starke Idee. Ach doch, ey! Au! Hey! So, direkt mal rechts ranfahren. Stehen bleiben! Ey, Vorsicht. So, oh, raus aus der Kiste. Allgemeine Verkehrskontrolle. So, was ist denn da los hier gerade, ne? Tut mir leid, hab sie nicht gesehen. Ja. Davon können wir uns auch nichts kaufen, verdammt! Dann, ich würde sagen, zeig mir mal deinen Führerschein überhaupt, wenn du überhaupt einen hast. Ausweis nehmen, so, gucken wir mal, wer du überhaupt bist, Junge. So, Louis Hassfeld. Officer Berger, Sie sprechen so komisch. Naja, Führerschein hat er auch da. Naja, schau mal, hör mal zu, ich will jetzt hier nicht den Uncoolen machen, ja? Es bleibt jetzt bei einer mündlichen Verwarnung, ja? Ja, ich kann Ihnen ein Autokit geben, wenn Sie wollen. Nein, alles gut, brauchen wir nicht. Kein Problem. Ich bin der größte Fan. So, und du bist jetzt mal ruhig hier, ja? Ich knie nieder. Bitte. Darf ich weiterfahren? Okay. Ja, alles gut, Sie können weiterfahren. Die Tarnung ist aufgeflogen. Ich habe voll vergessen, mit meiner Stimme zu reden. Das war ein bisschen dumm. Ah, verdammt, ey. Okay, dann müssen wir uns jetzt ganz schlau benehmen. Okay. Weil wir werden schon verfolgt. Ja. Du musst den Fake-Bart wieder ranmachen. Stimmt. Und ja. Ein anderes Polizei-Outfit. Dann gehen wir zum Helikopter, weil... Du kannst mir von oben durchfunken mit der Kamera. Ja. Und dann fahre ich dann da so hin, weißt du? Boah, das ist gut. Irgendwie so hin. Das ist richtig gut. Okay, dann lass uns das mal so machen. Dann gehen wir jetzt erstmal ins PD, Leute. Ich muss mich erstmal umziehen, weil ich wurde jetzt hier gerade erkannt. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich die letzten Male immer meine Stimme und so verstellt habe und einen Bart hatte. Da habe ich, glaube ich, so geredet, ne? Ja, irgendwie so. Genau. Officer Berger, mein Name. Ja, okay, sehr gut. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt hier mal schnell ins PD. Oh, was ist denn da vorne schon wieder los? Ich sehe, was ist denn hier schon wieder los, ey? So viel, lass uns nicht so viel mit den Leuten reden. Ja, wir halten nur auf. Wir müssen arbeiten. Ja. Okay, Leute, kurz ohne reden hier, damit ich jetzt hier nicht wieder belagert werde. Heute mal ganz normales Dienstoutfit. So, ja, was ist denn hier schon wieder mit meinen Haaren los, ey? Wo ist denn meine Cap? Warum kann ich meine Cap nicht aufziehen? So, habe ich jetzt eine Cap aufgezogen? Ja, jetzt. Jawohl, Junge. Ist der Bart noch? Der Bart noch. Ach, stimmt, Bart. Ach, ey, ich bin dumm. Ich hatte die Fendi-Cap letztes Mal auf. Die hatte ich ja gar nicht. Deswegen. Aber jetzt Gucci passt auch. Warte, ja, wir sind Officer Gucci. So ist das. Okay, jetzt ziehe ich mir noch so ein Bart an. Tag, anziehen. Habe ich es an? Jawohl, ja. Sehr gut. Ja, Officer Berger. Okay. Gehen wir mal hoch. Einfach der Gucci-Kopf, Leute. Let's go. Ich habe auch irgendwie nur noch eine Schrotflinte dabei. Ich muss gleich noch einmal in die Waffenkammer gehen. So, einmal meine Dienstausrüstung für heute. Oh. Und du willst mir jetzt hier den Heli zeigen. Genau, also kannst du denn fliegen überhaupt? Denk schon. Ja, okay, das werden wir jetzt sehen. Also ich habe jetzt noch keinen Flugschein gemacht, aber das ist natürlich wird schon schief gehen. Du hast ja letztes Mal so damit geflext, dass der Polizeiheli hier so krasse Sachen machen kann. Naja, also es gibt erstmal eine Kamera mit bis zu 100-fachem Zoom. Also du kannst aus 1 Kilometer Höhe richtig reinzoomen. Ui, oder? Okay, das ist gut. Deswegen würde ich sagen, ich fahre und du fliegst und dann weißt du mich an, wo ich quasi hin soll. Weißt du? Ach so, also ich gebe dir die Luftunterstützung quasi. Genau. Und dann funkst du mal durch und sagst, was so abgeht. Okay, ich steige jetzt mal ein. Das musst du mir vielleicht einmal kurz hier zeigen, wie die ganzen Funktionen gehen. Ja, ich steig auch mal hinten ein. Heb mal ab erstmal. Einfach nur. Okay. Ich flieg am besten mal mit hier mit Controller. Okay. Oh, bleib mal so jetzt stehen in der Luft einfach. Ja. Zwar, jetzt siehst du ja hier, ne? Achtung, Officer Hansen, komm! Er ist raus. Ist er gerade rausgesprungen?
Aua, das war etwas zu hoch, Herr Berger. Ey, Vorsicht! 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 Ey, bist du gerade rausgesprungen? Officer Hansen? Aua! Mal wieder ab. Hä? Wie? Ich hab mich abgeseilt. Hä, du hast mich nicht abgeseilt, du bist nur rausgesprungen. Ja, seil dich jetzt mal ab, seil jetzt mal ab. Okay, okay. Achtung, Seil, siehst du das? Nee. Und ich sag. Naja, okay. Ey, Vorsicht, bitte! Okay, gib einfach ab. Einfach ab. Okay, gut. War sehr gut schon mal. Ja, sehr gut. Okay. Also ich bin nur zweimal bewusstlos geworden, das ist schon schlecht. Also. Okay. Also mit, wenn du jetzt E vorne drückst, auf dem Bedienfeld da vorne, ne? Ja. Dann hast du da so eine Kamera. Alter. Ja, da kannst du auch reinzoomen sogar, ne? Richtig, richtig weit sogar. Oh, okay, das ist cool. Das ist sehr, sehr sogar cool. Siehst du die vor uns? Ja, ja. Im weißen Auto. Was, das sieht illegal aus, was die da machen. Das Kennzeichen kannst du auch sehen, wenn du auf die guckst. Siehst du unten das Kennzeichen? Ja, ja, habe ich gerade gesehen. Da kann ich unten immer eine Abfrage machen, gucken, wer der Besitzer ist. Das und so ist weiter. Echt cool. Das ist richtig cool. Fliegen jetzt mal irgendeinem Auto hinterher. Ja, lass die mal verfolgen. Guck mal, die sind auch sowieso viel zu schnell da hinten. Das stimmt. Ich frage schon mal das Kennzeichen ab. Siehst du das? Noch nicht. Wir müssen näher ran. Die sind auch echt schnell wieder entlang flitzen. Bring uns näher ran, verdammt! Ja, ich gebe hier Vollgas, aber der ist nicht so schnell, der Heli. Ja. Drück hier Vollspeed nach vorne. Gebaut. Zwei Unfälle. Sind das die hier unten unter uns? Ja. Warte. Der Besitzer ist Jones Brown. Jones Brown, okay. Haben wir ein Megafon? Mit B? AB? B? Gedrückt halten. Ah, warte. Mr. Brown, haltet sie an! Aussteigen! Oh, der ist hier ein illegales Rennen gegen sich selbst gefahren. Mr. Brown! So. Stehen bleiben! LSPD! Mr. Jones Brown, aussteigen sofort, verdammt! So. Ja. Hast du mal auf den Tau geschaut, hä? Wie schnell du warst? Nee. So, ja, das dachte ich mir schon, ne? Wie schnell darf man denn innerorts fahren hier? 80. So, dann zeig mir mal deinen Führerschein, wenn du einen hast. Okay, Führerschein hat der, ja. Aha, okay. So, hast du bestimmt nichts dagegen. Hast ja bestimmt nichts dagegen, wenn ich dich mal durchsuche hier, ne? Oh. Hey, Officer Hansen, beruhigen Sie sich. Ja, na klar. Ich hab eh nichts dabei. Metallklinge, Autokit, na gut. Aber weißt du was, dann belassen wir es bei einer mündlichen Verwarnung, ja? Okay. Nächstes Mal fährst du ein bisschen ordentlicher. Guck mal, wie die Kiste hier aussieht hier vorne. Ja, ich bin gegen. Ich sehe schon gerade. Ja. Da ist illegales Tuning, glaube ich, dran. Ach. Ach, das ist ja interessant. Aber auch. Ich hab's von vorne. Aufmachen! Oh, da haben sie uns gut drauf hingewiesen, Junge. Es ist doch auch. Rote Haube auf. So ein illegales Tuning, hä? Du hast denn das gemacht bei ATU? Gerhard, mein Helikopter wurde geklaut. Oh. Ja, guck's dir mal an. Guck dir mal das an, was ist denn da los, ja? Das ist auf jeden Fall nicht Serie, genau, auf Johnson, guck mal da rein, ja? Oh, guck dir, der hat doch hier den Motorraum aufgebohrt oder so, für mehr Leistung. Er kommt ins Gefängnis. Oh, wir müssen los! Überfall! Okay, nochmal Glück gehabt, ja, Überfall! Einsteigen! Check, wir sind auf dem Weg, check. Herr Berger! Nein, wir können jetzt nicht. Ein Überfall. Okay, so. Wo ist der Überfall? Lass mal die Kleinkriminellen jetzt hier nochmal. Wo ist der Überfall? Okay, ja, wo sieht man das? Siehst du es auf der Karte? 7302. Okay. Ah ja, da hinten, genau. Wir sind ganz in der Nähe. Nee, okay. Das ist überhaupt nicht weit. Officer Berger, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Check, wir sind auf dem Weg. Check. Volle Konzentration hier. Ich bin jetzt nicht mehr in deinem Funk, ja? Okay. Wollen wir schon. Ne, noch. Ja, warte. Down. X gedrückt halten und nicht loslassen. Ja. Halt viel X Glück, Officer Berger. Passiert nichts. Ja. Gedrückt halten. Mach ich, passiert nichts. Nochmal, Officer Berger, Sie müssten das noch lernen. Wir landen. Unnötig gewesen. Okay. So, Officer Berger. Ah, guten Tag dir, schau. Ja. Ab hier übernehmen wir, Leute. Interessant. Die Gucci Cops. Sicher, dass sie keine Verstärkung brauchen? Gehen sie nicht rein, das ist zu gefährlich. So, sind die Täter noch da drin oder was? Ich hatte meine Mütze kurz aufzuholen. Sind die Täter noch da drin, ne? Nein, wir bleiben hier raus. Man weiß es nicht, Okay, Officer Berger, wir gehen rein. Wir stürmen den Laden. Mach erstmal hier mit Megafon. Sag erstmal, dass hier das Gebäude umstellt ist. SPD, das Gebäude ist umstellt.
hält. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus. Es hat keinen Zweck. Officer Berger ist verhungert. So, okay. Haben wir Tränengas oder sowas? Moment, leider nicht. Was sind wir denn für Schmalspurpolizisten? Warum haben wir denn kein Tränengas? Ey, hier wird nicht geguckt. Was? Wer ist denn hier? Hier. Die ganze Zeit zu. Was willst du denn hier? Haben Sie Infos? Wer ist da reingegangen? Du bist doch der gerade den anderen verraten hat. Da. Ja. Ich hab ein bisschen gesehen, dass jemand reingegangen ist, aber ich weiß nicht. Okay, wir gehen rein. Okay, danke für die Info. Das reicht. So, Männer, ihr bleibt draußen. Ihr sichert das Gebäude. Ach, Mann. Auf Seins und ich gehe rein. LSPD, alle Mann auf den Boden! So, ja. Ihr Schmalspur, ne? In die Luft! Was seid ihr denn für Geringverdiener, dass ihr eine Tankstelle ausrauben müsst, ne? Genau! Überfall, stopp. Ja, die sind schon über alle Berge. Stopp den Überfall. Ja. Das sieht schwierig aus. Oh, warte mal. Mann, jetzt stopp den Überfall! Wir haben keine Zeit! Du bist draußen absichern, es ist noch nicht gesichert. Das hast du noch nicht gesichert? Gut, okay, wir warten draußen. Verdammt, jetzt beende den Überfall, wir sind doch schon hier! Mann, bitte! Aber weißt du, wie man hier schwitzen muss? Jetzt mach doch bitte! Mr. Berger, der Überfall! Ja, sehr gut. Jawoll! Mal wieder. Ja, aber die Täter sind schon wieder über alle Berge. Ja, aber die haben ja kein Geld, ne? Der Safe war verschlossen. Na, okay, das ist gut. Also, Jungs, ja, so wird's gemacht. So, habt ihr gut abgesichert. Das nehmen wir natürlich zur Kenntnis. Guckt euch da was ab. So. Ey, wir sind einfach die krassesten Cops hier. Checkst du das? Warte mal, nochmal mit dem Abseilen. Ja, lass das aus. Ich will das jetzt mal wissen. Ja. Hier, da, wo ich sitze jetzt. Ja, da hat es dreimal geklappt. Schönen Tag noch, Herr Berger. Schönen Tag noch. Ja, danke, Jungs. Passt auf euch auf. Keinen schönen Tag. Guck mal, die verfolgen ja gerade jemanden. Okay. Komm, rein in den Heli. Wir gehen hinterher. Ich flieg das Ding. Guck mal, die haben den gerade rausgezogen. Unsere Kollegen haben den gerade rausgezogen. Vorsicht. Okay, Vorsicht. Brauchen Unterstützung. Ja. LSPD. Alter, flieg denn daher vor uns. Ich funk durch, wo der ist. Okay, Vorsicht, Baum. Oh, ich bin Profi-Pilot. Genau unter uns. So. Ende. Funk mal durch. Es gibt kein Entkommen. Stehen bleiben. Es hat keinen Zweck. Guck mal, wie ich hier an dem dran bleib. Ich bin einfach der krasseste Heli-Pilot, Leute. Lol, ich baller auf den. Ja, schieß ihn weg. Schieß ihn platten. Aus wir öffnen raus. Das Feuer! Stehen bleiben! Wir öffnen das Feuer! Guck mal, kriegen die da noch Unterstützung von den Blauen, oder was? Ja, das sind Undercover-Kollegen. In den Blauen? Ja, okay. Ja. Ich hab einen Unfall gebaut, perfekt. Schade. Geil. Das sind auf jeden Fall unsere Kollegen. Oh, da vorne, da oben. Sehr gut. Der Täter wurde gestellt, weil sein Auto kaputt ist. Er zieht die Waffe! Oh mein Gott! Feuer öffnen! Helf 99! So, ja. Okay, Täter wurde gestellt. Ich wiederhole, Täter wurde gestellt. Der will hier wohl ein Copkiller sein, oder was? Hier, Ausweis. Der wollte mich abschießen. Ich durchsuche den Typen erstmal. Gute Reaktion, Name? Kollege. James Meyer. Alles gut, dafür bin ich da. James Meyer, ja, echt Kollege. Kollege, sehr guten Job hier. Okay. So, es ist James Meyer. Ich würde mal sagen, den muss man direkt ins Gefängnis bringen. Natürlich kein Waffenschein vorhanden. Wundert mich nicht. Der kommt direkt ins Gefängnis. Ja, der sieht kein Tageslicht mehr. Dafür werde ich sorgen hier. Ja, auf unsere Kollegen schießt. Würde ich sagen. Wollen Sie den mitnehmen, oder? Na klar. Ja, wir bringen den mit. Sonderbehandlung per Helikopter. Das ist unsere Verhaftung. Zeigen wir dem Chef, dass wir ihn verhaftet haben, ne? Wir sagen einfach, wir haben unsere Kollegen gerettet. Wir waren das einfach, sagen wir. Oha. Okay. Ey, wir sind hier richtige Ghetto-Cops, ey. Ich lasse den jetzt auch einfach fallen. Und tschüss. Ey, er springt selbst mit raus. Bro, er ist so ein Bummi. Er springt selbst mit raus. Aua! Okay, das war wohl Karma. Ja, was lass bist nicht du denn, drüber was reden. Was bist du denn für ein Bummi, ey? Ey, das ist echt rausgefallen.
Also ich bin jetzt 5-mal gestorben in so 20 Minuten. Hey, guck mal, was da unten denn schon wieder los ist, ey. Da kriegst du echt keine Ordnung rein dabei, Stani Performance, ne? Das ist zu viel. Kannst das du machen, stimmt, was du willst, das kriegst du nicht geordnet. Aber guck mal, der da unten, ne? Oh, oh, ja, anhalten. Warte mal, wir gucken mal, was der macht. Bitte mal rechts ranfahren. Oh, er hört direkt sogar. Das wundert mich jetzt sogar. Ist das selber ein Kopf oder warum hört er denn so? Ja, das ist doch der von gerade eben her. Hallo? Aber warum verfolgst du uns denn die ganze Zeit, hä? Hä? Warum verfolgen sie uns? Das ist schon auffällig, dass wir dich jetzt zum dritten Mal sehen, hä? Ja, hast du was Illegales dabei? Nee. So, dann machen wir hier mal eine kleine Taschenkontrolle, ne? Auf Sansen, ja. Du sicherst ab. Ja, ich sicher ab. Autokit, Handy, Brot, Wasser, na gut. Ausweis. Den Reifen sieht nicht so legal Ausweis, aus. Ausweis, ja, die Reifen, das sieht auf jeden Fall nicht eingetragen aus. Waffenschein nicht vorhanden. Doch. Warnscheiben drauf, das geht Warten. Nicht. Das ist TÜV, das ist alles TÜV eingetragen. Da ist so, ey, hast du mal gesehen, wie die drüber hinausstehen, ja? Die sind wirklich TÜV eingetragen. Das kriegst du niemals eingetragen, das Ding. Doch, das ist eine Spezial Edition. Aha. Ja. Sind die Reifen Platz, hä? Nein! Warum hast du einen Platz? Wir haben gerade eigentlich. Das geht nicht. Sie haben mir gerade ins kaputt geschossen. Was denn jetzt? Wollen Sie jetzt sagen, hier mein Kollege lügt Sie gerade an, ne? Nein! Einmal die Hände auf den Rücken, mir reicht's. So, okay. Wir haben genug gesehen, Kollege. Ja? Wir haben genug gesehen. Warte mal. Ja, auf der Hand. Guck mal, kurz mit rüber. Ja, klar. Warte, bevor ich mitkomme, damit der Herr nicht wegläuft, ne? Oh, hier, einen Sack auf den Nein. Kopf bekommst du! Ich will keinen Sack. Sicher hat der ja nichts gemacht. Ich würde sagen, wir knüpfen ihm noch ein paar Mäuse ab. Ja. Sagen, Verwarngeld, stecken das in die eigene Tasche. Ja, ja, gute Idee. Wir sagen, 100 Dollar Verwarngeld. Ja. Okay. So, wir drücken jetzt mal ein Auge zu. Es bleibt bei einer Ordnungswidrigkeit. Ne? Das sind 100 Dollar Verwarngeld. Einmal bitte. 100 Dollar? 100 okay. Dollar Verwarngeld. Nur in bar. Wir nehmen keine Kartenzahlung, keine Überweisung. Nur bar. Wir haben das Gerät vergessen, deswegen. Ja. Ist das nicht illegal 100 eigentlich? 100 Dollar hat er gesagt! Was? Ist das nicht illegal? Ist das nicht illegal, wenn man einfach bar... So, hier. 100 Dollar, Junge! Ist das nicht illegal? Hey, nochmal so eine dumme Frage. Okay, du empfängst 100 Dollar Cash von Amy, ja. Könnte ich mal das Ausweis sehen? Mein Ausweis willst du sehen, ne? X-Nummer 40 ist der Kollege hier. Reicht dir das? Das ist mein Dienstausweis. Reicht dir das? So. Ein Abflug, Junge! Fahr weiter und freu dich, dass wir dein Auto nicht stillgelegt haben, Junge. Ne? Aha. Ey, so werden wir im Real Talk reichen, ne? Ja. Ey, Bro, das Ding ist auch, Leute haben, glaube ich, schon richtig Angst, bei uns in eine Verkehrskontrolle zu kommen. Entweder die Bro, müssen, wir halten die mit einem Heli an. Entweder die müssen zahlen, werden eine Brücke runtergeworfen oder verlieren alles, Digga. Oder beides. Oder beides. Je nachdem, wie es läuft. Aber ey, ich glaube, es reicht langsam für heute. Wir machen Feierabend, ja? Haben die Welt gerettet, haben noch ein bisschen Cash in die Tech verdient, Leute. Was will man eigentlich mehr? Ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo da. Kommt auf Paul Berger RP, wenn ihr mitspielen wollt. Und dann würde ich sagen, bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.